Volunteering dort in Preševo von der Organisation UNIA. Wir sind eine Woche, eine ganze Woche da und tun wirklich da helfen, wo wir müssen, mit dem Kochen. Wir geben Refugees Tee und natürlich auch Kleider. Die Kleider, die wir brauchen, sind sicher natürlich für Kinder. Das ist vielleicht auch gut, dass wir wissen. Viel Hosen für Frauen. Es ist auch wichtig, dass sie auch Jacken haben, Mützen. Das ist etwas, wo wir wenig Mangelware haben. Was auch ist, ist auch Socken und Schuhe. Schuhe ist etwas, wo wenig Stand kommt. Und wenn wir auch Schuhe bekommen, sind das Schuhe, die sehr viel kaputt sind. Von Refugees, die kommen. Ja. Und darum müssen wir viele Schuhe haben, um auch viel zu wechseln. Braucht noch etwas mehr Hilfe, zum Beispiel zum Organisieren, noch etwas, zum Beispiel ich zum Organisieren? Sie sind hier in diesem Camp relativ gut ausgerichtet. Also sie haben sehr gute Arbeit schon geleistet, weil sie sind doch schon 4 Monate da. Das Wichtigste ist im Moment wirklich effektiv Decken, Kleider, Hosen, Jacken und Mützen. Viel Schuhe, warme Schuhe, jegliche Grössen. Braucht noch etwas mehr, zum Beispiel hier. Für Babys, was auch noch ist, für Babys, wir brauchen sehr viel so, wo man Babys kann drin tun, die heissen... Wie Schutz und so. Genau, ja. Die ganzen. Das ist noch etwas, wo wir sehr viel brauchen. An Essen haben wir sehr viel. Wenn sie natürlich können, wären noch sehr gut Früchte. Wenn sie können Früchte spenden, weil das ist auch etwas, wo wir wenig haben. Das ist so die Ware, die wir brauchen. Ja, Moment. Okay. Wir organisieren eine Print, Schweizer an der Print, wir schieben an den Schweizer. Wir organisieren mit dem Jungs Schiebe. Das ist ein Projekt für die syrische Integrimit. Felix Baumgartner, në organizimin e Albina Jakupit, i kanë mbledhur nëna shqiptarë dhe nëna zvicrane, disa ndihmë për refugjat këtu në Preshev, dhe ne kemi marrur obligim së bashku me Blerim Abazin që t'i shpërndajmë këtu në Preshev të ndihmë.